Nicht auf ihrem Erfolgspferd Wolle, sondern auf einem hölzernen Kollegen im Kleinformat wurde Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffahrt am Sonntagabend zu Hause in Bergedorf in die Reithalle getragen. Dort hatten sich bereits rund 500 Freunde und Wegbegleiter versammelt, die der 29-Jährigen zur Mannschaftssilbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio gratulieren wollten. Im Interview mit NWZ-Sportchef Otto Ulrich Balz ließ Sandra Auffahrt die Tage in Rio Revue passieren. Zu den ersten Gratulanten zählen Vertreter der Reiterverbände, des Reitervereins Ganderkesee und der Dorfgemeinschaft sowie Ganderkesees stellvertretende Bürgermeisterin Christel Ziesler. Für ein Highlight beim Empfang auf dem Hof Auffahrt sorgten Stallkollegen, Nachbarn und Freunde. Die hatten nämlich vor Sandra Auffahrts Reise ein Versprechen abgegeben. Für den Fall, dass die Reiterin mit einer Medaille um den Hals nach Hause käme, würden sie mit Samba empfangen. Gesagt, getan. Bergedorf tanzte.